Ich bin Rumke Schiefink und zusammen mit Beat Ilanus sind wir seit Juni 2020 stolze Besitzer einer fast 700 Jahre alten Wassermühle, die Bruchmühlen in Bruchhausen-Vilsen. Die Mühle funktioniert gut, aber wir wussten, dass die Welle des Wasserrades Probleme verursachte. Im Laufe der Jahre kam immer mehr Spiel in die Verbindung mit dem Blattzapfen und der Holzwelle. Das dazu führte, dass das rotierende Wasserrad wie ein Hammer auf den Steinfundament schlug. In diesem Fragment deutlich hörbar. Einige Steine von das Fundament würden losgeschlagen. Seit vielen Jahren werden Reparaturen am Blattzapfen durchgeführt, durch Keile zwischen den Blattzapfen und Holzwelle zu schlagen. Das ging dann ein paar Tage gut, aber dann traten die Probleme wieder neu auf. Es wurde uns schnell klar, dass dies nicht die Lösung war, um damit weiterzumachen. Um die den 30-jährigen alten Welle zu ersetzen, war für uns erstmal keine Option. Eine neue Welle würde schnell zwischen 15.000 bis 20.000 Euro kosten. Ein Betrag, den wir nach dem Kauf der Mühle nicht so schnell gesammelt haben. Könnte vielleicht eine andere Lösung an Möglichkeit bieten. Dabei habe ich über Epoxyharz nachgedacht, weil ich als Hobbysegler gute Erfahrung damit gemacht habe bei einer Reparation von einer 13 Meter hohen Mast von meinem Boot. Warum also nicht für eine Welle, für eine Wasserrad? Laut Conny Hochdorn, ein Spezialist für Expositharze, war eine Reparatur möglich. Wir konnten dann mindestens 3 oder vielleicht mehrere Jahre mit die Welle fortfahren. Conny Hochdorn baute astronomische Kameras in Kunststoffgehäuse. Für die Welle stellte Conny einen Behälter aus Glasfäser her, der um den Zapfen passte. Der Schale wurde dann mit Epoxyharz gefüllt, aber leider fiel Conny von einer Treppe und hat sich so verletzt, dass er monatelang nicht arbeiten konnte. Fast nach 1,5 Monaten war die Holzwelle so trocken, dass wir das Moos und die schlechten Teile entfernen konnten. Zu unserer Überraschung stellte sich heraus, dass sich ein Großteil des Holzes in einem sehr guten Zustand befand. Zusammen mit den Vorbesitzern und Freunden haben wir weiter an das Wasserrad gearbeitet. Ist ja jetzt die Frage, ob wir das jetzt hier oben erstmal eben liegen lassen? Ja, das kann liegen. Alle Keile von frühen Reparationen wurden entfernt, sodass nur das Holz der Welle übrig blieb. Das restliche Holz erwies sich aber auch von sehr guter Qualität. Alles wurde gereinigt und mit einem langen Bohrer konnten wir die verfaulten Teile bis tief in den Kern der Welle entfernen oder reinigen. Und dann musste die Achse noch wieder eine Woche trocknen. Es ist mittlerweile September und während der Tag offener Denkmale zeigen wir die Besucher die Fortschritte der Reparaturen. Gemäß natürlich den geltenden Corona-Regeln. Das Interesse an unserer Arbeit war groß. Gerhard Janink, der uns bei der Arbeiten an die Welle half, hatte seinen Verkaufsstand dabei mit ergonomischen Gartenwerkzeugen, wie dem Besen mit dem halbrunden Stiel. Da die Holzwelle beim Trocknen etwas gekrümmt war, hatte sich der Metallring um die Welle gelöst. Wir beschlossen, diesen Ring abzunehmen und müssen improvisieren. Wir beschlossen, der Ring und Blattzapfen als eine Art Korsett zur Verstärkung auf das Holz zu montieren.
Und so wird es Oktober und der Herbst hat es sich angekündigt. Darum startete Bea mit der ersten Epoxy-Behandlung mit dem sehr flüssigen Epoxy-Harz, die Corné uns zugesendet hat. Dieser Harz griff tief in die Porien des Holzes. Wir verarbeiten ca. 3 Liter Epoxy-Harz. Das Holz ist jetzt besser geschützt, auch wenn es mal in diesem Jahreszeit mal sehr feucht werden würde. Um alles passend zu machen, haben wir eine kleine elektrische Kettensäge verwendet. Durch Platzieren von Winkeleisen parallel zur Holzachse würde der Mittelpunkt der Blattzapfen einfach, aber genau bestimmt. Dass das Holz von der Welle noch im guten Zustand war, zeigte sich auch, als ich die Schrauben in das Holz schraubte. Zeit für den ersten Test. Alle Werkzeuge wurden aufgeräumt und nach vielen Monaten begann das Rad vorsichtig zu drehen. Das Rad dreht sich, aber das Geräusch der Welle gab uns kein gutes Gefühl. Deutlich ist zu sehen, wie viel schlechtes Holz wir entfernt haben. Das Holz knarzt, weil es noch zu wenig fixiert ist auf dem Krautzapfen. Aber das Klopfen auf dem Fundament ist vorbei und das ist ein sehr gutes Zeichen und das Rad war gut zentriert. Dann fingen wir an, die Hüllräume, die manchmal bis 60 cm tief waren, so weit wie möglich zu füllen. Wegen der Eisenkorsetts konnten wir die von Corné gebaute Schalung nicht verwenden. Wir beschließen, den Zapfen mit Klebeband zu bedecken und starten vorsichtig mit das Füllen mit Exposit. Jedes Mal müssen wir die Löcher mit Klebeband verschließen, weil irgendwo Epoxy austrat. Das Gießen verlief sehr gut. Nach etwa einem Liter Epoxy müssten wir eine Pause eingelegt werden, damit das Epoxid anbinden konnte. Ein Behälter sammelte der unter bei der Achse austretende Epoxyharz und diese Epoxid konnten wir später wieder verwenden. Nach 3 Wochen waren 21 Liter Epoxy in die Welle gegossen worden. Mehr als erwartet. Es ist jetzt den 14. November. Das Exposit-Harz wurde 3 Wochen lang ausgehärtet und wir wagen es, um das Rad mit Wasserkraft zu betreiben. Wenn Bea das Wasser auf dem Rad laufen lässt, dreht sich das Rad perfekt. Ohne Schläge oder andere seltsame Geräusche. Es läuft einfach perfekt. Am selben Abend wird das Klebeband entfernt und die Welle abgearbeitet. Natürlich wurde auch die Mühlentechnik in Bewegung gesetzt und die zusätzlichen Kräfte verursachten für die reparierte Welle kein einziges Problem. Das Rad läuft jetzt bei Erstellen dieses Video fast 4 Wochen, Tag und Nachts.
Und Anfang Dezember haben wir zum Weihnachten LEDs am drehenden Wasserrad montiert und viele Hobbyfotografen besuchen abends unsere Mühle. Nächsten Sommer werden wir alles zusammen mit Kone Hochdorn die Welle abarbeiten. Und wir wollen einen Generator anschließen, um Strom zu erzeugen. Am Ende hatte die Reparation uns weniger als 2000 Euro gekostet und wir hoffen, dass die Mühle noch jahrelang mit dieser Reparatur betrieben kann. Wir freuen uns natürlich auf ein Like und wenn Sie Fragen haben, bitte Ihre Kommentare sind willkommen.